Jo, wieder bei Pokémon XD. Der dunkle Sturm. Yay! Beim letzten Mal haben wir ein Stockwerk gemacht. Das klingt so unendlich unepisch. Wie auch beim Part davor, da haben wir auch ein Stockwerk geschafft. Immerhin. Ja. Oh, Jan! Diese Typen sind aus dem Nichts aufgetaucht und waren echt gemein. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber... Weißt du, sie waren gemein. Die Typen sind hier eingedrungen, haben die Leute als Geiseln genommen, alles kurz und klein geschlagen und bedrohen alle und dann, die waren gemein. Die haben einen Kuchen geklaut. Das geht natürlich gar nicht. Also da wäre ich auch echt sauer, wenn mir jemand meinen Kuchen klauen würde. Ich würde auf die Zulaufenden ins Gesicht schlagen. Was ich mich nur so ein bisschen frage, diese Stadt hat doch eine Polizeistation. Ja. Warum wurde die Polizei nicht eventuell mal informiert? Weil die Polizei nichts kann und sie kein Vertrauen in sie haben. Ich meine gut, vielleicht werden die ja wirklich hier drinnen alle festgehalten, dass die nicht raus können. Aber irgendwer von draußen muss doch auch mal gesehen haben, dass die da eingedrungen sind und vielleicht eventuell Bescheid gesagt haben, Herr Kommissar, ich glaube, da sind böse Leute. Nein. Es wäre intelligent gewesen. Vielleicht kümmern die sich einfach die anderen nicht um ONBS. Vielleicht ist es so eine Stadt, wo sich jeder um seinen eigenen Scheiß kümmert. Das würde sogar passen, tatsächlich. Aber ich glaube, es sind Pokémon-Spielen eh immer so. Ich habe es auch voll oft in den Kommentaren gelesen. Von wegen, oh, wir haben eine Maschine erschaffen, mit denen man Krypto-Pokémon krallen kann und so. Wir könnten sie der Polizei geben und dass sie sich drum kümmern. Nein, geben wir sie lieber dem, keine Ahnung, 14-jährigen Jungen oder so. Also, das ist ja in vielen Spielen so. Generell in Pokémon-Spielen immer. Logik. Du rettest immer die Welt. Ich meine, du kannst jede Generation durchgehen. Du rettest ja wirklich die Welt oder zumindest die Region oder so und du musst es immer machen. Ergibt natürlich gameplay-technisch auch Sinn, weil wäre ja langweilig, wenn ne, alles hinter den Kulissen Spiel passiert. Spiel beginnt, ne? Und dann so, ja, wir könnten dir jetzt einfach die Aufgabe geben, dieses böse Team zu bekämpfen und dann würdest du richtig coole Pokémon-Kämpfe haben. Alternativ geben wir es einfach der Polizei und du kannst, keine Ahnung, Eier schaukeln. Ja, also klar, gibt es gameplay-technisch Sinn, aber es ist manchmal etwas fragwürdig, gerade wenn die Polizeistation 2 Meter entfernt von OMBS ist. Kannst du Deko sogar heute entwickeln? Vielleicht. Wenn er sich anstrengt? Erstmal auswechseln. Ja. Wobei, ich glaube, ich wechsle lieber beide aus. Ich wollte gerade sagen, Aizawa sieht auch so ein bisschen... Der wird aber, glaube ich, auch noch lange Zeit ein bisschen fragil bleiben, bis er sich mal irgendwann entwickelt. Und die Sache ist, dadurch, dass du hier wirklich immer die Doppelkämpfe hast und die Erfahrungspunkte gesplittet werden... und ich habe generell das Gefühl, du levelst in XD jetzt nicht so sonderlich schnell. Nein, ja, richtig schön slow. Also wenn ich bedenke, ohne es jetzt vorwegzunehmen, beim Final Dungeon, bei welchem Level die anfangen und bei welchem Level die wieder aufhören, allein das ist ja schon lächerlich. Also, die Levelkurve ist eigentlich gar nicht schlecht, aber du levelst halt schon langsam. Das auf jeden Fall. Gerade weil ja auch viele Pokémon, die dir Erfahrungspunkte geben würden, gekrallt werden. Und hier gibt es ja noch keine Erfahrungspunkte dafür. Ich überlege gerade. Wo kriegen wir einen Donnerblitz her? Wollen wir mal ins TM? Ja. Also ich meine, du kriegst sowieso alle guten TMs in dem Spiel. Also Eisstrahl, weiß ich, liegt in einem sehr, sehr schönen Kolosseum rum. Flammenwurf liegt an einem Ort herum, wo du Kisten schieben musst. Ja. Wobei, es gibt 2 Orte, wo du Kisten schieben musst. Ich weiß, welchen du meinst. Okay. Psychokinese. Ich weiß nicht, ob das in Kolosseum und in XD so war, aber ich meine, das liegt in der Bruchbude rum. Und dementsprechend müsste Donnerblitz eigentlich in Ägypten rumliegen. Ägypten? Was steht denn in Ägypten so rum? Ah. Ich habe es versucht, spoilerfrei zu umschreiben. Dieses Bauwerk. Sand. Ja, genau. Im Sand liegt der Donnerblitz. Nee, ich meine, wie gesagt, in diesem Bauwerk gibt es Donnerblitz. Aber auch nur nach dem Ausschlussverfahren. Wenn alles andere woanders rumliegt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Oh. Hi. Krypto-Trassler. Sonst eben am Duellwerk kaufen. Teuer. Wird so oder so noch ein bisschen dauern. Ach, Trassler. Trassler ist für mich so ein Pokémon, wenn du es irgendwo haben kannst, dann solltest du es auch mitnehmen, weil es einfach awesome ist. Ich finde Gardevoir ist so ein schönes Pokémon und
auch eigentlich ziemlich stark so. Lernt früh Psychokinese, haut eigentlich ziemlich gut rein. Mhm. Und es ist sogar weiblich. Nicht schlecht. Ich meine, Galagladi gibt's hier eh noch nicht. Nee, so Trassler ist so ein Pokémon, ich liebe es einfach. Nur da ich meistens in XD Psyana habe, muss ich es meistens leider liegen lassen. Alles einfach paralysiert. Jan, möchtest du Trassler mitnehmen? Weiß nicht, möchte ich das? Ich glaube nicht, nein. Okay. Ich kenne doch mein Team nicht mehr. Ach so, stimmt. Ich dachte. Also ich würde es schon prinzipiell gerne mitnehmen, aber mein Team ist aktuell voll und ich möchte da eigentlich auch niemanden rausschmeißen. Momentan. Dementsprechend, es tut mir leid, Trassler. Du musst leider erstmal auf der Box versauern. Hm. Irgendwann darfst du bestimmt in den Kryptorbis. Irgendwann. Wenn wir uns mal durchgearbeitet haben. Mhm. Darf ich es jetzt mal angreifen? Nein, ich möchte erst Kryptowelle einsetzen. Oh! Ah. Oh. Gut, dass der Vitalisator nicht sonderlich weit weg ist. Mhm. Boah. Aber kannst du dir das vorstellen? Gut, Herr Diosa. Gut. Wenigstens habe nicht ich das erste Krypto-Pokémon dieses Let's Plays gekillt. Ich auch nicht. Das war unser Unglück. Haben wir Kolosseum jemals geflüchtet? Jemals eins gekillt? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht. Wobei doch, haben wir nicht Botogil am Ende irgendwie aus Versehen platt gemacht, weil es so eine seltsame Roll war? Und dann nochmal resetten müssen? Kann sein. Ich meine, ja, da war irgendwas. Vielen Dank für deine Hilfe. Diese Kerle sind einfach aufgetaucht und haben mich von meinem Posten weggezerrt. Ups, wenn interessiert das schon. Diese Kerle haben Chio entführt und haben sie in diesen Raum gesperrt. Du bist doch echt stark, nicht wahr? Bitte hilf Chio. Erstmal gehen. Okay. Ich meine, in Kolosseum haben wir fast alles gefangen. Wie gesagt, ich glaube, das Botogil war nicht so nett zu mir. Hm? Aber das ist jetzt so früh schon passiert mit dem Crit. Aber Gott sei Dank haben sie es hier ja so geregelt, dass es eine nette Möglichkeit gibt, verpasste Krypto-Pokémon nochmal zu fangen. Ja. Mit dem es gerade schon weggelaufen ist. Ja. Von daher gesehen, einfach mal ein bisschen abwarten. Ja, mal aber weiter. Ja. Und sofort die Zähne Räume raus! Von allen Leuten musst du sie auch in die Hände fallen. Bei dem Computergenie, ich kann sie nicht überlassen. Also gut, lass meine Schwester gehen. Die Zähne Räume ist hier. Brava Junge, du bist ein schlaues Bürschchen. Her mit der Zähne Räume und keine Faxen. Hey, vielen Dank für die Zähne Räume. Lass mich raten, du findest es nicht weiter tragisch, weil dass ich sie jetzt wieder habe, weil du die Daten auf dem Server gespeichert hast, nicht? Captain, wir haben das Löschen der Daten vom OBS-Server beendet. Alle Daten wurden gelöscht. Was? Bah, diesmal bin ich ja die Ruhe selbst. Wie gemein, nicht wahr? Nun, vielen Dank jedenfalls für die vorzügliche Gastfreundschaft, aber wir müssen jetzt leider gehen. Deine Schwester kannst du behalten. Bald! Chio, bist du in Ordnung? Und ich komme einfach ganz gechillt da rein. Hä? Was hast du denn jetzt suchen, du Popel? Nett! Wunderschöne Beleidigung, du Popel. Ja. Ich hasse es, krumm zu werden, aber ich hab's eilig. Aus dem Weg. Die Sache ist, sie können ja keine wirklichen Beleidigungen hier einbauen. Dementsprechend ist du Popel das höchste der Gefühle. Popel ist schon eine geile Beleidigung. Schon irgendwie. Na gut. Er könnte dich einfach umboxen, aber er ist nett zu dir und will gegen dich kämpfen. Das finde ich gut. Aber es sind sogar mal schlaue Antagonisten, hier einzudringen, eine Geisel zu nehmen und die Daten vom Server noch mit zu löschen. Mhm. Also, das muss man denen lassen. Das kann nicht jeder. Team Nachtschatten könnte das nicht. Als ob. Also zumindest die Rüpel könnten das nicht. Die Vorstände vielleicht schon, aber nicht die 0815-Leute. Wenn du rumstampfen ist. Andererseits so Team Rocket oder so. Mm. Na, Quantico, kommst du durch mit deinem Angriff oder wirst du doppelt geflincht? Na, komm durch. Und er trifft. Oha. Hast wenigstens eine Sache gemacht, bevor ich dich jetzt auswechsle. Ja, es wird besser. Nein, noch nicht. Doch, wir haben bald den Tempo-Hieb. Nur noch so ein drittes Level. Bald ist es real... 23? 23. Nicht 24? Was? Wir reden da jedes Mal drüber, glaube ich. Also 23, 24. Ich meine immer noch, es ist 23. Okay. Aber wenn du sagst. Ist auch 24 und ich bin dann sehr traurig. Ich weiß nur... Coupons braucht noch ein bisschen. Über 30. Ich glaube 36 sogar oder so. Bin damit verwirrt. Nice. Sehr schön. Hau dich selber. Danke. Und sei paralysiert. Schade.
Hat zumindest einmal geklappt. Autsch. Tat ein bisschen weh. Ja, willst du doch wirklich vor grad sagen. Jedes Mal denke ich, du willst mein armes, kleines Pokémon opfern. Nicht immer, nur manchmal. Was? Opfer deine eigene Pokémon. Moment. Dann hast du oft auf Zurück gedrückt. Okay. Wunder mich schon, was du da gerade tust, aber ich hinterfrag's einfach mal nicht. Ah, 65 hat das. Boah. Dann hau drauf. So. Muss aber richtig geordnet sein. Tja. Zumindest die Attacke, die man am häufigsten einsetzt, an erster Stelle. Alles andere macht mich kirre, weil ich dann immer noch wechseln muss. Mhm. Vor allem, weil ich auch nicht so die Person bin, wenn ich auch auf dem 3DS spiele. Ich benutze den Stift eigentlich nicht unbedingt zum Attacken auswählen. Dementsprechend, klar. Ah. In Push the A-Button. Ja, eben. So in, wenn du halt den Touchpad benutzt, ist ja eigentlich egal, wo die Attacken sind. Aber nee, weiß nicht. Das Schwierige ist halt irgendwie, wenn ich jetzt Ranger spiele, dann benutze ich halt immer nur den Stift, okay. Ein Kryptoflunkiefer. Yay! Aber wenn ich jetzt X oder so spiele, dann benutze ich... Okay. Didn't see that coming. Dann laufe ich ja mit dem Steuerkreuz und habe dann im Kampf den Stift, das ist mir zu blöd. Muss ich immer zu viel wechseln. Flunkiefer ist auch cool. Nur irgendwie... Es kann halt auch nicht so viel hier. Ab der 6. Gen, sobald es eine Fee wurde, dann ja, aber... Mit Mega-Entwicklung und Feentyp ist es schon cool, aber hier... Ist eher so meh. Es war auch für mich immer nicht existent, weil ich habe es auch nicht so oft zu Gesicht bekommen. Ein Rubin kriegst du in der einen Höhle am Anfang. Ich habe aber mal Saphir gespielt, ich habe immer nur Zubiris gesehen. Nice! Okay. Beide geparat. So, haben wir erstmal das Girafarik weg. Ja, das ist ein bisschen nervig. So gute Schaden gemacht. Ja, wenn ich mal rückkehre, wird wahrscheinlich den Rest machen. Ja, der Ursa haut aber auch ordentlich rein. Das sind unsere beiden Damage-Dealer hier. Ja. Bei Uraka auch ein bisschen. Ja. Uraka ist ein bisschen anfällig auch für alles. Das stimmt. Raichu. Ui. War das das komische Troll-Raichu, was Schaufler konnte? Was? Ich weiß nicht, es gab ein Raichu, was Schaufler konnte. Was ich echt nervig fand. Ich weiß aber nicht, ob das hier war, weil ich mir immer dachte, Raichu, warum? Don't do this. Das war ein ziemlicher Troll. Das stimmt. Vor allem, wir sind hier eben keine Ahnung, wie viel ein Stockwerk. Erstmal, es war das Schaufler-Raichu. Weißt du, gut, ist es nicht das Beste gegen Blitzer. Aber ob Blitzer draußen ist oder nicht, das Ding macht immer nur Schaufler. Wieso? Wieso macht es nicht eine Elektroattacke? Ne? Hm. Kann die Vanya opfern? Ja. Oh nein. Ach, Kanivania ist doch so eine Wand, hält doch mit Sicherheit was aus. Warst du schneller als Raichu? Mit Blitzer ja, mit Tediosa nein. Ah, okay. Könntest Guck mal, du kriegt sogar noch seine zweite Attacke. Oder sein zweites Teil da. Und tschüss. Ja, das war ein kurzer Auftritt. Also der zerlegt dich schon. Ein bisschen. Ja, das Raichu nervt gerade. Das stimmt. Eiser war reinwechseln können, er doch Schwebe. Stimmt. Dann bete ich immer so ein bisschen damit. Ja. Die Sache ist, das Flunkiefer ist natürlich auch immer noch da. Ja. Warum hast du das Flunkiefer angegriffen? Wieso weiß es nicht. Wieso hast du nicht auf Raichu gemacht? Weiß nicht, ich dachte, ich hätte Raichu angegriffen. Ich hatte gehofft, du hättest Raichu angegriffen, aber offensichtlich nicht. Nein. Willst du nicht die Ursa heilen? Ich habe auch beide mal. Oder Tediosa heilen und mit Tediosa draufhauen? Nein, nehmen wir was anders. Mhm. Du greifst Raichu an, weil du schneller bist. Mhm. Und du heilst dich selbst mal. Okay. Ja, der ist schon ein bisschen stärker. Ich habe gar nicht so auf die Level geguckt. Ist der irgendwie so heftig oder hat er einfach nur so heftige Pokémon? 23. Oder unser Niveau, wir sind nicht unterlevelt. Wir haben nur nicht unbedingt so die... heftigsten Damage-Dealer. Nein. Und vor allen Dingen so ein Kryptoschlag und wir sind schon halb tot. Ja. So, Eiser war reinwechseln. Aha. Und du haust dann auf das Raichu, musst du besiegen und gehst dabei dann wahrscheinlich drauf. Ja. Aber Opfer müssen gebracht werden. Ist für die Rückkehr halt ein bisschen doof, aber irgendwie muss das Raichu ja verschwinden. Verarscht. Wenn sie jetzt auf Tediosa gegangen wäre, ne? Dann wäre ich traurig gewesen. Natürlich krittest du schon wieder.
Ja, ne? Ein kleines Monster hier. Und das Raichu zumindest weg. Und noch eine Statik, ja. Wir müssen das Flunkiefer noch irgendwie fangen. Mhm. Ah, wollte gerade sagen. Warum geht's nicht weiter? Immer auf meine süßen Pokémon. Ja. Oder beziehungsweise immer auf diesen Spot da hinten. Viele eher. Bin anscheinend gut gehasst. Ja. Eigentlich bringt mir das gar nichts, Deko reinzuholen. Besiegt das Ding ja nicht. Nö. Du könntest halt... Dann wieder raus. Wie auch immer jetzt reingewechselt wird, stirbt eh. Nützt es dir jetzt wirklich so viel rauszuwechseln? Ist nicht schlauer, Teddy Ursa hochzuheilen und dann einfach so fangen, Welle zu werfen oder so? Ich weiß es nicht. Wenn du sagst. Ich weiß es doch nicht. Ich backseat-game nur von der Seite mit meiner Unwissenheit. Na dann. Ich dachte, man kann es ja mal probieren. Weil Deko jetzt rauszuwechseln bringt nichts. Egal, wenn du reinwechselst, der wird eh sofort draufgehen. Kannst du. Die war echt einen harten Angriff auf jeden Fall. Ja. Nein! Warum? Ja, viel Spaß, Jan, ne? Du spielst ja, nicht ich. Läuft. So. Ein paar Tränke hast du zumindest noch. Rake heilen. Und einen Superball werfen. In der Hoffnung, dass es jetzt endlich drin bleibt. Wäre schon geil, ja. Ja, das Ding haut echt ganz schön rein, aber ich glaube, es ist immer so stark. Hast das Pokémon halt. Ich glaube sogar, ich habe den Kampf auch schon mal verloren. Okay. Ich meine tatsächlich, das ist mir schon mal passiert. So, wen erwischt? Danke. Wir sind Deko so... Ah, und du so... Danke! Das war schon gemein. Ja, so komme ich aber hier weiter wenigstens. Aber das ist dieses Typische in Kolosseum und XD. Die gehen so viele Pokémon K.O. im Laufe der Zeit. Ob das was bringen würde? Weiß nicht. Gucken wir einfach mal. Vielleicht. Ah, du hast Scherenmacht. Gut gemacht, Jan. Erstmal effektiv die Runde verschleudert. Und dann werde ich weggekrittet. Und sich wegkritten lassen. Also bitte verkack das nicht, ne? Du hast nur noch zwei Pokémon. Ich habe Beleber. Die muss ich jetzt aber nicht hier alle rausschleudern. Also verkackst gerade schon ziemlich hart. Weil ich Pech hab. Ja. Mit Schame die Scherenmacht reinzulaufen, hat jetzt nicht so viel mit Pech zu tun. Ich wusste nicht, dass es die Scherenmacht hat. So. Und viele Bälle haben wir auch nicht mehr. Nee. Musst du gleich mal wieder ein paar neue kaufen. Ja, schaff du erstmal den Kampf, dann reden wir weiter. Ich fang's einfach und fertig ist. Aber bin jetzt mal gespannt. Ich hab gesagt, wann ich's fange. Aber Alternative nehme ich einfach jetzt. Mhm. Also ich glaube, Pech hat das nicht viel zu tun gehabt. Der hätte dich sowas von zerlegt, wenn du es jetzt nicht langsam gefangen hättest. Der Crit war gerade etwas unglücklich. Du hast doch nur auch gecrittet. Das war ein unnötiger Crit auf das Raichu. Sowas wie ein Kampfprofi? Jan ist eher so der Profi, ihm auf die Nase bekommen, wie es scheint. Ach, du übertreibst mal wieder nur. Und welche Pokémon am Ende überlebt? Meine alle nicht! Deine sind halt nicht so gut wie meine. Was soll das denn heißen? Flex, wie konnte das geschehen? Aber ich habe erledigt, weswegen ich kam. Also kann ich gehen. Mit der CD-ROM. Also dann, weit meins Dank. Ich sag dir, im Endgame räumen alle meine Pokémon alles auf. Achso, ich muss mich selbst bewegen. Oh Jan, geht's dir gut? Du hast uns alle gerettet. Aber die Datenanalyse ist nicht komplett abgeschlossen. Mist, diese blöden Männer von Team Krypto. Die blöden Männer. Immerhin konnten wir mit dem, was wir entschlüsselt haben, einen Teil des hinterhältigen Kryptoplans aufdecken. Zum Beispiel steckte Team Krypto hinter dem Verschwinden des Frachtschiffs Libra. Es geht noch weiter. Team Krypto plant einen groß angelegten Angriff auf Phaenak. Oh nein, Byte, ist auch wirklich wahr? Layla fuhr nach Phaenak. Sie wollte nachforschen, warum das städtische Kommunikationssystem nicht mehr funktioniert. Und es ist meine Lieblingsstadt, die darf nicht angegriffen werden. Was? Team Krypto kann doch jeden Moment zuschlagen. Wir brauchen deine Hilfe. Kannst du bitte zum dem Bürgermeister von Phaenak über Team Kryptos geplanten Überfall in Kenntnis setzen? Da musst du hin. Phaenak ist östlich von hier. Unterrichte die Stadt schnell vor dem geplanten Kryptoüberfall. Okay. Ah, Phaenak. Im ersten Teil meiner Lieblingsstadt, im zweiten Teil meiner Lieblingsstadt. Im dritten Teil dann nicht mehr. Streu doch kein Salz in die Wunde. Doch.
Das Problem ist, ich würde ja wirklich gerne im nächsten Part nach Phaenak, aber ich wollte noch ins Kolosseum hier. Ja. Heißt, ich komme leider nicht dazu. Map, map, map. Naja, dann halt nicht. Kannst andere Sachen machen. Ja. Leute verprügeln und so. Aber wenigstens kommen wir aus dem OMBS-Gebäude langsam mal raus. Nach 3 Parts. Ich meine, wir werden mit Sicherheit noch mal hier hin dürfen irgendwann. Weil wenn die vielleicht noch weitere Anhaltspunkte sammeln. Aber naja. Generell finde ich, die Dungeons hier sind aber doch schon ziemlich groß. Also die Gebiete, wo du dich dann wirklich durchprügeln musst. Ich muss bedenken, wir haben heute eigentlich nur 2 Kämpfe gehabt in diesem Part. Der eine hat sich aber auch... Guck mal, die Polizei! Es ist wirklich unfassbar. Oh, Herr Colette? Doch, das war doch der Chef. Es ist wirklich unfassbar. Sie haben gerade die dreiste Aktion am ehrlichen Tag durchgezogen. Ihre Vorgehensweise könnte darauf hinweisen, dass es noch eine Reihe solcher Schandtate durch Team Kröpter befostert. Knilz, knilz, knilz. Erstmal Stachelspur ins Gesicht. Ja, das ist ja auch nicht Tio, die da steht. Ja. Okay. Wenigstens hat er jetzt der Polizei mal das erzählt. Der passt da gerade so hinter die Theke. Gibt's hier im Shop eigentlich Pokebälle? Gibt's die nicht nur in Emery Tay oder so? Der Shop ist rechts. Ich weiß. Mhm. Und bitte nicht schon wieder zum dritten Mal den Kommissar anlabern. Den Text kennen wir schon. Oder gibt's hier auch? Oh, hier gibt's auch Pokebälle. Okay. Na dann. Mal welche kaufen. Erstmal ordentlich gönnen. Ja. Nochmal Supertränke mitnehmen. Oh. Oh. Haben wir, 6 haben wir. Erstmal alles für Pokesnacks ausgeben. Nicht, dass wir die jemals benutzen würden. Aber die Pokesnacks der Marke Grand. Deswegen verkaufen sie die auch nur hier. Die dürfen auch halt nichts anderes verkaufen. Nicht von anderen Marken oder so. Ich bin mir sicher, du kannst Pokémon auch mit vielen anderen Sachen ködern. Aber nein. Aber wenn Grand merkt, dass du nicht seine Pokesnacks dort verkaufst, wird er kommen und dir all deine Pokesnacks, die du versuchst zu verkaufen, in den Mund stecken. Dann musst du sie runterschlucken. schön. Guckst mal in den Kryptobiss rein? Oder was tust du da? Auf die Werte mal gucken. Ja. Ja, es tat schon ein bisschen weh. Tschüss, Kanivania. Doch. Es wollte doch nur Liebe. Sie hat es nicht bekommen. Oh, 2 ist ja fertig. Stimmt, ich habe extra gesagt, ich will dich nicht rausschicken. Das können wir hinterher machen. Joa, irgendwann. Irgendwann mal? So, nein. So, nochmal zurück. Joa. Stimmt, das war ja mitten im OMBS-Gebäude fertig und dann hieß es, wir gehen erstmal nicht raus. Mhm. Na dann. Also langsam sollten wir nochmal dran arbeiten, die Foren aufzufüllen und nicht immer mehr Foren anzufangen. Hm. Ich glaube, das lohnt sich dann mehr. So. Ich würde sagen, wir müssen das fürs Kolosseum machen. Joa. Ja. Ich warte, ob du noch irgendwelche abschließenden Worte hast. Willst du den Leuten noch irgendwas sagen, was dir schon ewig auf der Zunge brennt? Es ist warm. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.